wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Erfolgreicher Handel mit Öl. Ja, das Ganze natürlich mit Alois Mattheissen und Jan-Robert Schutte. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend begrüßen um 18 Uhr. Ich bin gespannt, was die beiden uns mitgebracht haben. Sonst ist es ja immer Daytrading in der Praxis. Heute mal ein bisschen spezieller, ja, auf das Thema Öl. Ich bin gespannt. Ich hoffe, Sie auch. Von daher will ich gar nicht lang drum rumreden. Ja, und ich springe einmal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts, was Sie zweigleich erklären, analysieren, handeln, ja, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Das ist ganz wichtig vorweg. Ansonsten am Ende bitte immer die eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig vorweg zu sagen. Also, die meisten kennen uns, denke ich auch. Also, wir möchten sehr schnell die Introduktion machen und dann speziell auf, ja, auf Öl handeln. Und herzlich willkommen allen. Und ich will Sie jetzt, Alois, nochmal. Vielleicht kannst du dich ein bisschen introduzieren, auch Alois. Ja, ich bin in 1986 angefangen auf der Optionsbörse in Amsterdam als Market Maker und bin dann in de 90er Jahren Direktor geworden von einem Handelsunternehmen. Das waren 6 Händler und das habe ich in einem Jahr ausgebaut nach 27 Händler, wovon die Hälfte Market Maker war und die andere Hälfte Daytrader. Und das war in der Zeit, dass Daytrading eigentlich etwas Neues war und das kam aus Amerika. Ich fand das sehr interessant in der Zeit und habe mich darauf spezialisiert und habe auch so ein eigenes Ausbildungszentrum gemacht. Und so hat es angefangen später, wenn ich habe ich mich noch weiter darin gemacht und wenn ich älter wurde, habe ich angefangen mit einem Programmierer ein System zu bauen, das für mich etwas, das Traden etwas leichter machte. Und so hat es endlich das TS-System gegeben. Ja, und seht ihr auch die World of Trading Interview mit Alois? Stimmt das oder nicht, Florian? Ja, Okay, das sehe ich hier. ja. Das Ja, war und ein. das. Ich habe in Frankfurt auch verschiedene Male eine Präsentation gegeben auf der World of Trading. Und dafür hatte man hier ein Interview mit mich gemacht in Deutsch. Und ja, so habe ich sehr viel Erfahrung gemacht. Und weil es eigentlich ein sehr erfolgreich war mit dem Verkauf, das System, habe ich vor mehr als 2 Jahren, 2,5 Jahre her, ja, Robert gefragt, um mich zu helfen. Und derzeit haben wir zusammengearbeitet und jetzt ist es so, dass im Juli hat ja Robert mit 2 Partner das System übernommen und bin ich jetzt nur als Berater und Ambassador eigentlich tätig für meine Ja, Zuhörer. sehr gewertet. Und hier sehen Sie auch einen Screenshot von World of Trading. Und das ist der 30. September und 1. Oktober. Und FXFED geht auch hin. Und den 1. Oktober bin ich da auch mit einem Vortrag auf Deutsch natürlich. Und ich freue mich, das Team auch zu sehen und vielleicht auch einige von euch. Wie von euch geht auch nach Frankfurt, nach der World of Trading. Ich bin doch gespannt und dann können wir einander sehen. Und der 4. November ist in Amsterdam auch ein Blechschwert, da gehen wir auch hin. Ich bin auch Händler und Sprecher auch. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, ne? Das ist mehr als 7, nein, 6.500 Bücher habe ich schon verkauft auf, ja, auf in spezialisiert und in Krypto. Und wir haben zusammen sehr viele Erfahrungen und wir haben auch das System entwickelt, also Alois. Und wir möchten gerne auch ja, die Märkte zeigen, wie die Ölmärkte und macht eigentlich nichts aus, was es ist. Momentum ist sehr wichtig in dem Markt und entweder ist das zum Beispiel in DAX oder Öl oder Gold.
Und die Prinzipien sind da dasselbe. Also, was sehr wichtig ist, ist die Strategie sehr einfach zu halten. Macht nicht so kompliziert. Und das ist ja Alois sein Spruch. Erfolg ist kein Hokuspokus, sondern Fokus und konsequent handeln. Ne? Alois, konsequent handeln ist sehr wichtig mit guten Regeln. Ja, das ist sehr wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, dass man eine Art oder Regeln hat, für den man handelt. Aber wenn Sie wissen, dass Ihr System stimmt, dann sollen Sie auch konsequent handeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch oft ein Problem für viele Leute, konsequent zu handeln. Aber das kann man lernen auch. Das braucht Übung. Ja, natürlich. Und auch eine sehr gute Plattform ist, wir arbeiten mit MT4. Das ist MT4, das ist mit von FXRed auch beschreibbar zugestellt. Und ja, hier sieht man auch Brent ist europäische Öl und auch WTI, das ist amerikanische Öl. Und es gibt auch Mini-Kontrakte. Und ich denke, dass ein Vollkontrakt, Normalkontrakt, das ist 100, ein Kontrakt mal 100 und die Mini ist auch 100, aber damit kann man 0,10 handeln. Also hier sieht man auch eine Grafik, so sieht es aus. Und Alois wird mal erklären, wie das, ja, wie das funktioniert. Also wenn zum Beispiel hier Öl ist 100, und wenn man short ist, es geht ein Punkt nach unten, mit einem Kontrakt ist es $100 und mit 0,10 ist das $10. Also, wer von Ihnen ist auch beschäftigt mit Öl? Wer macht auch Öl-Trading mit FX-Flat? Und es gibt auch andere Märkte, also wenn die auch andere Suggestionen haben, können Sie das auch ja, zeigen natürlich. Und weshalb Dating-Öl? Ich denke, dass dies ist eine Grafik von Inflation in Holland und ich denke, in Deutschland ist es auch gleich. Man sieht, dass die Inflation war sehr niedrig in 2020, 2021 und dieses Jahr, auch mit dem Krieg in Ukraine, ist das hochgestiegen. Und man braucht auch eine extra Möglichkeit, um Risiken zu ja, zu managen und auch extra Möglichkeiten zu haben, um Geld zu verdienen. Und das kann mit ja, schönen Produkten wie ETFs oder Ölkontrakten mit FX-Flat. Hier sehen wir auch sehr, das ist Gaspreis. Und das ist Gaspreis sehr hoch gegangen und auch wieder nach unten heutzutage. Aber man braucht auch andere Instrumente und das kann man machen mit FXFED, mit unserem System auch. Und wir haben auch System mit der DAX. Das haben wir mit DAX, Nasdaq und Euro-Dollar. Und das ist auch ein Tabell mit Ziffern. Wenn man konsequent handelt, kann man diese Erfolge bekommen. Und das ist sehr wichtig. Nicht nur Kolumn G ist die Hedratio. Aber sondern auch Kolumn H und das ist Profit Faktor. Also das ist Gewinn geteilt durch Verlust. Also wenn der Profit Faktor sehr hoch ist, das ist besser. Und wenn es unter 1 ist, dann ist es Verlust. Das ist nicht gut. Also viele Trader, die mir sprechen, die sagen, ja, wie hoch ist ein Hit-Ratio? Das ist wichtig, aber mehr wichtiger ist der Profit Faktor. Also, wenn wir mal gucken nach ja, der kompandierenden Zinseszins, wenn man zum Beispiel mit einem Account anfängt mit 1000 Euro und man hat ein Ziel von 0,50 pro Tag, Prozent, und man hat eine Positionsgröße von 20.000, dann braucht man nur 3 Pips, dann wachsen die 1000 Euro in ein halbes Jahr auf bis zum 2684. Also wie sieht es aus? Wir gehen in zwei Slides gehen wir nach die
naar grafieken met Alois. Also, dit is de Ergebnisse bis 19 September, also Freitag, letzte Woche. En daar unten ziet man, de grüne Linie is zum Beispiel Euro-Dollar, gibt es 1330 Pips. De Nasdaq is heutzutage 2881. Und die DAX ist, der DAX ist 2881 und die blaue Linie, das ist 2000 Punkte in der Nasdaq. Also kombiniert hat man sehr gutes Ergebnis und letztes Jahr war der DAX zum Beispiel mit unserem System aufgewachsen mit 2514 DAX-Punkte, wenn man 10 CFD-Kontrakte handelt. Dann ist das 25.140 Euro Gewinn. Also Ergebnis sehr gut, aber man hat dann ein mit einem Margin von 1 bis 20, ein Hebel, dann hat man 8.000 Euro benötigt. Und wenn man 16.000 Handelsaccount hat, dann ist das Ergebnis 160% ungefähr. Also das ist möglich. Also Florian, ich möchte gerne wissen, sind da auch Trader heute mit FX-Flat, die auch mit in Ölkontrakten handeln heutzutage oder nicht? Ja doch, also Öl ist auch, ich sag mal, gut gehandelt. Ist jetzt nicht das stärkste Produkt, was wir anbieten. Ja, also klar, das stärkste ist natürlich hier DAX, Dow und Euro. Aber es gibt auch viele Leute, die im Öl unterwegs sind. Ja, das auf jeden Fall. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ich gehe Alois noch Alois Präsente machen. Also ich habe für Ihnen auch ein Bonus. Also ich gehe noch einen Link einschreiben in den Chat. Also wenn Sie noch Fragen haben, persönliche Fragen, können Sie das dann auch machen. Und jetzt sehen wir einen Hund mit einem PowerPoint, Alois. Vielleicht ist ja. Ein anderes Schirm. Siehst du schon meine Grafiken oder? Ich weiß nicht, ob ein Hund. Man sieht einen sehr süßen Hund. Ja, jetzt das sind die Grafiken. Ja. Das ist ein Wachhund, okay. Oder nicht? Like Baffin. Okay, jetzt ist es in Ordnung. Ja, das ist Öl, denke ich. Ja, ja, herzlich willkommen. Das, was Sie hier sehen, das ist WTI, West Texas Intermediate. Das ist die amerikanische Öl. Es gibt nämlich zwei Arten von Öl. Wir haben hier in Europa haben wir auch Brent. Ich kann mal zeigen, wie hier. Hier sehen Sie, ja, gibt es Brent und West Texas Intermediate. Ja. Im Grunde genommen macht es eigentlich nichts aus, wofür Sie das System verwenden. Denn das System, das schaut nicht nach das Produkt, sondern nur nach der Volatilität von das Produkt. Denn es macht eigentlich nichts aus, ob man es verwendet für de DAX, für de Forex-Markt oder Öl oder Gold. Was man braucht, das ist Volatilität. Hier sehen Sie das Schirm. Worauf ich handele. Rechtsoben, das brauche ich in Kombination mit mijn Handelsschirm. Und rechtsunter habe ich ein höheres Timeframe. Und da sieht man, wie ungefähr, wo wir jetzt sind, im Vergleich mit einigen Stunden her oder gestern zum Beispiel. Was wir hier reingemacht haben, das ist alles programmiert. Das brauchen Sie nicht zu machen. Das ist jeden Tag ist das up-to-date. Das ist die Pivot Points hier, PP, das ist das mittlere Punkt. Und dann hat man nach oben R1, das ist Resistance 1, 2 und 3. Nach unten hat man Support, Unterstützung 1, 2 und 3. Und wir haben dazu Daily Open gemacht. Das ist hier die gelbe Linie mit DO. Yesterday High, das war das High von gestern. Und Yesterday Low, das war das Low von gestern. Denn das ist sehr wichtig, dass Sie die Punkte ungefähr wissen. Denn man sieht sehr oft, wenn der Markt in so einer, bei so einer Level kommt, dass es oft Unterstützung ist oder Widerstand. Man sieht das hier auch. Hier war es, das Pivot Point war heute Unterstützung hier. Sie sehen, dann geht es wieder hoch.
Want dan waren daily open, er war Widerstand. Ja, und dann ist es wieder runtergegangen. Ja, und ab dort ist es weiter nach unten gegangen. Was ich noch mal zeigen möchte, das ist ein Unterschied zum Beispiel, wenn Sie Anleger sind. Wenn Sie daytraden, ich mache hier mal eine Linie, so eine Linie von, dann ein Daytrader, der arbeitet nicht mit Trendlinien, sondern mit horizontalen Linien. Zum Beispiel, hier sieht man, hier gibt es eine Lücke, wenn das hier wieder hoch geht und dann wieder runter, dann kann man hier eine Linie zeichnen. Und dann seht ihr, wenn das ausbricht, dann geht man mit nach unten. Genauso sieht man das hier zum Beispiel. Hier ist das Umgekehrte. Man sieht hier einen Ausbruch, kommt noch etwas zurück. Und wenn es dann wieder hoch geht, dann schaut man auf die kürzere Timeframes, wie man das machen soll. Bei der DAX mache ich das mit einer Minute, mit der Öl zum Beispiel auf 5 oder 15 Minuten. Das sollen Sie ausprobieren, was am besten für Sie arbeitet. Aber das ist sehr wichtig, dass Sie auch das sehen, dass es oft sehr wichtige Levels gibt, worauf man achten soll. Wir sehen es hier genauso, zum Beispiel, hier, das sollte ein Head kunnen zijn, een kop, linker schulter, rechter schulter. Nou, gestern heb ik hier deze linie gezeichnet. En daar heb ik gezegd, wanneer het uitbricht hier oben, en dan kan man natuurlijk weiter naar oben. Dan kan man het bijvoorbeeld hierheen. Maar Sie sehen, es hat heute, is het niet uitgebroken, is het eigenlijk die andere Seite an, hat es angefangen nach unten zu gehen. Und auch hier wieder sehen Sie, hier können Sie eine Linie zeichnen, jetzt wieder eine, hier gibt es eine. Und man sieht, dass ja, heute ist der Preis von Öl ziemlich schnell runtergegangen. Und jetzt sind wir auf diesem Punkt hier. Und das ist natürlich, man keine Vorhersage, aber das kann man natürlich machen. So wie diese auch. Wenn es hier nach unten geht, kann man die hier zeichnen. Oder hier kann es noch eine geben. Und Sie sehen auch, jetzt vielleicht hat es jetzt wat Unterstützung hier. Das sieht man hier auch. Aber das soll man abwarten. Man weiß jetzt nicht. Aber wenn ich da sehe, dass es mit einer Level eigentlich hier rumgeht, dann warte ich ab und schaue ich nach einem niedriger Timeframe. Und da sehe ich vielleicht, was jetzt passieren soll. Und das hier ist hier, das war eine Stunde Grafik, die wir soeben gesehen haben. Hier oben, das ist ein 15 Minuten. Na, hier sehen Sie auch die gleichen Pivot Points und die Daily Open und die andere Levels, die stehen auch hier rein gezeichnet. Heute Morgen, das war hier L, das ist London Open, das ist 9 Uhr unsere Zeit, da ist es eigentlich gleich runtergegangen und den ganzen Tag ist es runtergegangen, das Ölpreis. Das ist eigentlich natürlich für einen Trader, ein Trader hat lieber so was hier, dass es etwas hoch geht, wieder nach unten und dann wieder hoch geht. Das ist für einen Trader eigentlich interessanter. Aber ja, wir machen nicht die Kurse. Und das ist natürlich die Flexibilität, die Sie als Trader brauchen, dass Sie sich anpassen an den Markt. Das ist nur das Einzige, was Sie machen können. Mein Ausgangspunkt bei Programmieren dieses Systems war auch, der Markt hat immer recht. Und versuche nicht kluger zu sein dan der Markt. Das ist oft sehr, sehr schwierig. Und was man in so einem Fall wie heute, dann kann man verschiedene Male geht man short in dieser Markt.
Nou, und das kann man am besten auf ein noch niedriger Timeframe anschauen. Das ist hier die 5 Minuten. Wir sehen hier die U, das ist von 2 Uhr unserer Zeit. Das ist, wenn die Amerikaner wach werden. Und W ist von Wall Street. Also, das ist 3:30 unserer Zeit. Und dann zeige ich mal, wie das geht hier. Sie sehen hier, hier ist es etwas besser zu zeigen. Ja. So. Diese Moving Average, die Sie hier sehen, das ist kein richtiger Moving Average. Das haben wir selber gemacht. Und das ist hier, wenn es hoch geht, keine Unterstützung. Und wenn es nach unten geht, keine Widerstand. So wie Sie mit einer normalen Moving Average haben. Es zeigt hier nur, die Farbe zeigt das Momentum in dem Markt. Wenn das blauw ist, dann zeigt das, dass das Momentum steigend ist. Und wenn das orange ist, dann zeigt es, dass das Momentum nach unten geht. Das ist sehr wichtig. Man soll nie gegen den Markt reingehen. Denn wenn man hier in dieser Markt short geht, zum Beispiel hier, dann verliert man garantiert Geld. Genau das gleiche sieht man hier. Wenn man hier denkt, okay, jetzt hat es genug nach unten gegangen, ich gehe hier kaufen oder long. Sie sehen, dann verliert man auch wieder Geld. Und das ist eigentlich sehr wichtig bei Traden, dass man versucht, so wenig möglich Verlust zu haben. Und ich versuche immer, meine Risiken so klein wie möglich zu halten. Und das mache ich hier mit dieser PMA, zoals wie wir das nennen. Das ist die Propriety Moving Average von uns. Das machen wir in Kombination mit diesem Indikator unten. Und das ist eine Familie von der MACD, Moving Average Converse Divergence Indikator. Wir haben das geändert. Auch die Einstellung hat sich geändert. Und es ist eigentlich ganz einfach, wenn diese zwei Linien einander kreuzen, hier unten oder hier oben, dann bekommen sie von die Punkte. Und wenn es grüne Punkte gibt, dann zeigt das, dass das Momentum nach unten abnimmt. Genauso, wenn es hier rote Punkte gibt, dann zeigt das, dass das Momentum nach oben abnimmt. Denn wenn es zum Beispiel hier, sehen Sie, ich fange mal an hier. Hier zum Beispiel haben wir die erste blauwe Pfeil. Ich schaue dann nach unten in meinen Indikator. Und dann sehen Sie hier, dass es noch immer rot ist. Nou, wenn es unter die Nulllinie ist, dann ist das rot. Ist es daarüber, dann ist es grün. Und dann handelt man long. Und es gibt hier einen Punkt. Und das sagt, nicht handeln. Das Risiko ist so groß. Jetzt wissen wir natürlich, das ist ganz einfach. Nachher weiß man immer, was man tun hätte sollen. Aber daar geht es nicht um. Denn wenn man handelt, dann weiß man nie, was de rechte Seite von der Grafik wird. Genauso wie hier. Das nächste Signal hier. Und Sie sehen, jetzt wird es hier bestätigt. Und hier gehen wir long. Und dann macht man hier irgendwo einen Order. Ich zeige Ihnen das später, wie wir das machen. Und dann gehen Sie mit hier rein. Und dann können Sie hier einen Gewinn machen. Das hängt davon ab, wie Sie das System eingestellt haben. Hier haben wir das nächste Signal. Genau das gleiche. Hier geht es auch hoch. Und wenn man dann auf so wie hier steht, dann ziehe ich meine Stop los, die hier unten liegt, die ziehe ich nach Break-Even, nach meinem Einstiegpunkt. Und dann kann man kein Geld mehr verlieren. Und so sieht man, dass man hier dann wird man ausgestoppt, aber das kostet kein Geld. Und das ist natürlich immer sehr wichtig, dass Sie ungefähr wissen, und das hängt ab von was Sie handeln. Bei der DAX zum Beispiel mache ich das, wenn ich 4-5 Punkte im Gewinn bin, dann ziehe ich meine Stop los nach Break-Even. Und so kann man das hier bei der Öl, macht man das auch. Dann haben wir hier wieder ein neues Signal. Aber Sie sehen hier unten,
sehen Sie die roten Punkte. Und die zeigt, okay, nicht handeln. Denn wenn man jetzt long geht, hat man zu viel Risiko. Und das möchte ich nicht. Ich möchte so wenig möglich Risiko eingehen. 100% risikolos ist natürlich unmöglich. Aber man kann versuchen, die Risiken so klein wie möglich zu halten. Und Sie sehen das hier, hier bekommen wir noch zwei blaue Pfeile und es bleibt hier rot. Und jetzt sehen wir, dass das wirklich gestimmt hat. Aber daar sollen Sie auch vertrauen. Und das bekommen Sie von selber, wenn Sie mit dem System arbeiten. Und Sie haben das ein paar Mal gesehen. Dann wissen Sie genau, okay, das ist was Jan Robert auch gesagt hat. Man soll immer konsequent handeln. Das ist sehr wichtig. Nou, hier sehen Sie ein Verkaufssignal, wird nicht bestätigt unten, dies auch nicht. Nou, dann haben wir hier ein Long-Signal, die wird auch nicht bestätigt. Diese wird wohl bestätigt hier, denn es fängt hier an grün zu werden. Und dann machen wir hier einen Order, aber der wird nicht getriggert. Und das ist auch, weil ich immer mein Order über das Höchstpunkt hier lege. Denn man soll der Markt die Möglichkeit geben zu bewegen. Ich mache nie Market Orders. Ich arbeite immer mit einem Stop-Loss, einem Buy-Stop, so wie für Long zu gehen, und ein Sell-Stop, wenn ich Short gehe. Na, hier zum Beispiel, diese ist in Ordnung. Hier kann man einen Short-Order einlegen. Und dann sehen Sie hier. Hier unten haben wir ungefähr 7 Punkte, 8 Punkte Gewinn. Dann können Sie am besten Ihr Stop-Loss auf Break-Even ziehen. Ja, und dann werden Sie hier, hier oder hier ausgestoppt. Es ist kein Problem, ja, denn wenn man Geld verdienen möchte, dann muss man reingehen in den Markt. Ja, aber man soll das immer versuchen mit so wenig mogelijk Risiko. Nou, dan hebben we hier das nächste Signal. Und dann gehen Sie wieder hier, hier ungefähr gehen Sie short und dann machen Sie diese Bewegung mit. Hier rechts unten, das zeige ich jetzt mal, lass ich so sagen, man kann hier, können Sie einstellen, wie viel Take Profit Sie haben möchten. Und ein Stop-Loss können Sie einstellen und das können, wenn Sie das System, wenn Sie in das System investieren, dann bekommen Sie das von uns. Aber Sie können das natürlich auch selber ändern, das ist kein Problem. Die Stop-Room, das ist, was ich soeben sagte, den Raum, den ich benutze zwischen den Höchstpunkt von einer Kerze und mein Order, das kann man auch einstellen und hier kann man die Lot-Size einstellen. Nou, also we hebben hier op 0,1, een zehntel CFD op de WTI. Dat heißt, dat 1 punt is 10 eurocent, dollarcent. Hier rechts unten hebben we het order management. BM, dat bedeutet buy market, en SM betekent sell market. En dan handelen ze op de prijs die jetzt hier real-time gezeigt wird. Dat is gewoon normalerweise was man een market order nennt. De BS, dat is een buy stop. Ik klik hier mal op. Ze zien jetzt, dat grüne, dat is de order. Wenn de koers durch das grüne geht, dan wird er getriggerd. En dan hebben we een position. Jetzt hebben we nog geen position. Hier unten liegt der Stop-Loss und oben liegt der Target-Profit, die wir eingestellt haben. Sie können jetzt noch das ändern, zum Beispiel, ich mache das manchmal, wenn ich nicht weiß, ob es in Ordnung ist, mache ich das. Wenn ich dann nach 1 oder 2 Minuten denke, okay, jetzt ist es in Ordnung, dann kann ich das wieder hier hinlegen oder auf ein anderes Level, was Sie wollen. Wenn Sie denken, okay, das ist nicht in Ordnung, dann klicken Sie auf Stop und dann ist der Order, der verschwindet. Es gibt das hier, was Sie machen, das sind 3 Order. Mit einem Klick
bringen sie drei Order, das nennt man ein Bracket Order in der Markt. Ja, das heißt, hier, wo man den Markt long gehen möchte, hier der Stop Loss und da der Target Profit. Ja, und wenn ich jetzt hier klicke, dann ist das wieder verschwunden. Dann sind alle drei verschwunden. Ja, man kann natürlich auch Market handeln, so wie hier zum Beispiel mit BS. Entschuldigung, das ist Buy Market, muss ich dann verwenden jetzt. Ja, Sie sehen hier, gibt es Gewinn oder Verlust in Punkten, nicht in Geld, sondern in Punkten. Und Sie fangen immer an mit einem Verlust und das ist der Spread von der Broker. Ja, denn das heißt, dass wenn das grün ist hier, ja, dann haben Sie Gewinn, aber dann haben Sie auch Gewinn in Geld. Ja, denn das ist ganz einfach. Wir haben das speziell gemacht hier in Punkten und nicht in Geld, ja, weil wir wissen, dass wenn man das in Geld macht, dann kann es oft verschiedene Trader beeinflussen. Ja, und wenn zum Beispiel jetzt, hier steht minus 2, minus 1, 2,5, ja, das ist kein Problem. Das kann man mental kann man das gut verarbeiten. Es gibt natürlich, das war natürlich nicht ein Signal, worauf ich handeln sollte, aber ich habe es nicht gezien. Jetzt ist het grün. Ja, und dann kann ich mein Stop Loss hier aufklicken. Dann geht er hoch, mein Stop Loss, sehen Sie das? Ich kann es auch manuell machen. Und jetzt kann ich kein Geld mehr verlieren. Ja, denn wenn es jetzt runter geht, dann werde ich ausgestoppt auf null. Nou, Sie sehen jetzt 6 oder 7 Punkte Gewinn. Ja, ich kann natürlich auch sagen, okay, das ist für mich in Ordnung. Ja, ich nehme mein Gewinn, ich klicke auf Stop. Und dann haben Sie das Gewinn. Und wenn man das einige Male pro Tag macht, dann hat man eigentlich relativ wenig Risiken. Und man kann doch einfach Geld verdienen. Daytrading ist das Sammeln von kleinen Gewinnen. Das ist die Art von Daytrading. Und nicht kaufen und eine Stunde oder zwei Stunden sitzen bleiben, das ist kein richtiger Daytrading. Natürlich, wenn Sie im Morgen kaufen und mittags verkaufen, das ist natürlich auch Daytrading, aber das ist nicht, was wir eigentlich als Daytrading sehen, denn bei Daytrading macht man verschiedene Trades in so einer Bewegung. Und dann hat man auch weniger Risiko. Alois? Ja? Mit Wall Street Open gibt es eine Linie. Ist das ein gültiges Signal direkt an Wall Street Open? Ja, diese hier, ja. Ja, und wie viele Punkte sind das nach unten? Das war hier 11, ja, 11 Punkte. Okay. Ja. Also 54 Cent. War das? Also ist es ja, Ölpreis. Mehr als $50 mit ja. Einem Kontrakt. Und dann hast du noch einen weiteren Einstieg auch noch. Hein? Ja, hier ein, diese. Aber wird nicht getriggert? Und nein, ja, die wird nicht getriggert. Kijk, normalerweise, wenn ich so wie in de DAX auf eine Minute handel, dann lasse ich eine Order maximal 5 Minuten liegen. Wenn der nach 5 Minuten nicht getriggert ist, dann schließe ich die Order. Ja. Aber jetzt hier ist es ein 5 Minuten Grafik und dann mache ich nur 3 Candles. Und also, das heißt, dass es dann ein Viertelstunde ist, 15 Minuten. Ja. Dus als we dat zien, de 1, 2, 3, en dan bekommen we hier weer een signaal. En Sie sehen, er wordt niet bestätigt unten im Indikator, maar deze wel. En hier genau das Gleiche: deze wordt bestätigt unten. En hier war es bis unten 64 Cent, 65 Cent. Ja, sehr gut. Das hat man natürlich nicht immer, denn man verkauft nicht auf den Boden und man verkauft auch nicht auf den Höhe. Aber es gibt genug dafür, um Geld zu verdienen. Sie sollen darauf achten, dass Sie zufrieden sind mit was Sie verdienen können. Natürlich, wir möchten allemaal
gerne schnell reich werden, aber so geht es nicht in der Handel. Was auch wichtig ist, Alois, bis nach vom Wall Street Open bis nach unten, die PMA, die Linie ist nur orange und nicht blau. Ja. Und normalerweise, wenn man nur nach die Kerzen guckt, dann ist das mit Support, mit Unterstützung, dann kann man denken, ah, der Markt ist runter gegangen. Ich denke, dass es wieder hoch geht, weil es ist zu schwer nach unten gegangen. Also man sieht auch, das ist nicht der Fall. Und auf dem Boden sieht man auch die Linie wird blau, aber es ist noch kein Start sein für einen Ausflug nach oben, weil unten muss die MT-Indikator auch positiv werden. Und die besten Signale sind immer ein Umschlag von negativ nach grün, rot nach grün und von grün nach, nach rot, da unten. Ja. Die beste. Gibt es noch vielleicht Fragen? Oder vielleicht auch Märkte, die Sie sehen möchten. Ich denke, das sehr gut erklärt ist. Und man sieht auch, Daytrading mit Rohstoff, mit Öl ist sehr schwierig, denke ich. Für einige Strecken ja. Aber mit DAX oder Nasdaq, das ist sehr mehr volatil auch. Und geht man auch auf eine Minute handeln. Also ich sehe, ich kann auch natürlich die Fragen sehen. Ich sehe, Thorsten sagt, je mehr Linien, desto schlechter das Trading. Man fühlt sich selber der Irre. Ja, ganz, ganz gut, ja. Und Thorsten fügt auch zu, jetzt verstehe ich die Jungs, die wollen mir was verkaufen, Lol und Süß. Okay, wir brauchen nichts verkaufen, wir handeln selbst mit dem System. Was wir zeigen möchten, dass man ein objektives System haben mit klaren Kauf- und Verkaufssignalen, dass man damit arbeiten kann. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Mhm. Also hast du auch nicht gesehen, Alois, dass auf den Börse auch manche Trainer sagen, der Markt ist zu stark runtergegangen, es muss umhoch gehen kaufen. Oder der Markt ist zu viel umhoch gehen, es muss wieder nach unten und dann hat man kein System. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ja, dann konstatieren auf dem Markt, dass hier haben wir mit dem PMA und mit dem MT-Indikator sehr deutliche Regeln, dass man short sitzt, bis der Drehpunkt ist. Weil man das nicht hat, dann ist das sehr einfach zu denken, der Markt muss wieder umhoog gehen. Und auf dem Markt, auf der Börse hast du auch gesehen, dass viele Leute sagen, es geht zu hart unten, man muss kaufen, es geht wieder nach oben. Das ist sehr wichtig, dass man dafür sorgt, dass man auf dem richtigen Moment versucht zu kaufen und zu verkaufen. Und das ist sehr schwierig, omdat eigenlijk nur, wenn man das selber machen möchte. Zum Beispiel hier sehen Sie, geht es etwas hoch, geht es hier wieder etwas runter, dann kann man vielleicht denken, okay, jetzt gehe ich kaufen, es geht jetzt wieder hoch. Und dann sieht man hier, dass es wieder etwas runter geht. Und vielleicht haben sie hier irgendwo ihren Stop loss liegen, ja, und dann haben sie hier einen Verlust gemacht. Und das ist immer das Schwierige. Wenn man zu schnell ist, dann kann es sein, dass man auch wieder Verluste macht. Und wenn man zu lange wartet, dann ist man natürlich, geht man immer hinter den Markt her. Und das ist natürlich auch nicht gut. Vielleicht kann ich das hier zeigen auf diese 15-Minuten-Grafik. Moment. Ja,
Ja, hier zum Beispiel. Kijk, was wir ganz sicher wissen, ist, dass es in der Tat einige Male einen Boden gibt und einen Top gibt. Aber was wir nicht wissen, ist, wann kommt der Boden und wann kommt der Top? Das ist genauso wie jetzt, wie heute hier. Man sieht es, man weiß nicht, wo der Boden ist. Vielleicht ist das jetzt so. Ist dies das Anfang der Boden? Und deshalb soll man versuchen, so schnell wie möglich in den Markt zu gehen, wenn man sieht, dass der Markt sich gedreht hat. Genauso wie hier. Hier sehen Sie, gibt es ein Short-Signal. Und dann dreht es sich hier und hier gibt es das erste Long-Signal. Ab hier kann man dann Long gehen. Und das ist oft das Problem von vielen Privattrader. Die warten zu lange und wollen zu viel Sicherheit haben. Und was machen die? Die machen hier, gehen hier kaufen. Und das ist genau, was vielleicht Sie erkennen, dass man sagt, ja, wenn ich kaufe, dann geht es immer runter. Und das ist nicht das Problem von der Markt. Nein, das ist ein Problem von der Timing. Und deshalb soll man versuchen, so schnell wie möglich reinzugehen in den Markt. Aber wenn man zu früh ist, dann kann es natürlich sein, so wie hier zum Beispiel, dass man dann wieder Verluste macht. Genauso, wenn es nach unten dreht im Markt. Daar zal man ook voorzichtig zijn. Want dat is ook het schwierigste. Want dat hebben we versucht, dat te maken. Dat dat systeem dat probleem voor ons löst. Ja, Alois. En wat ook schwierig is, dat we immer aan de rechterzijde handelen moesten. We moesten Entscheidungen maken aan de rechterzijde. Ja. En man kan niet wissen, wat passiert. Maar man kan doch sicher wissen, jetzt bin ich ja, hiermit gespitzt, dass hier sieht man, dass die MACD und die MT-Indikator unten ein bisschen nach plus geht. Also es ist sehr spannend, was passiert jetzt. Und wir haben auch die Linie da oben ist blau zu gehen. Also es kann sein, dass ein Umschlag Platz findet in den Trend. Ist nicht sicher, natürlich nicht sicher. Aber man hat mehrere Indikationen. Und bin gespannt, was passiert mit dem Ausbruch mit der blauen Linie. Ob es auch ein gültiges Signal Platz findet hier. Ja, hier zum Beispiel sehen Sie, dass, wo es jetzt Widerstand ist, hier, gibt hier, ja, das war hier Unterstützung. Sehen Sie? Mhm. Ja, und deshalb verwenden professionelle Daytrader immer horizontale Linien. Sie sehen hier auch, hier war es Unterstützung, hier hat es einige Zeit liegen geblieben. Und das, dann ist es schließlich trotzdem nach unten gegangen. Aber jetzt versucht es wieder hoch zu kommen und gibt es hier Widerstand. Jetzt finde ich persönlich zu früh, um reinzugehen. Sie sehen, das wird auch real-time berechnet, die Pfeile. Denn wenn es etwas hoch geht, dann wird er blau. Ich sollte warten, bis es hier ausgebrochen ist, aus dieser Linie. Und dann kann man am besten mitgehen. Am schönsten wäre es, wenn es hier ausbricht, noch einmal zurückkommt und dann versucht, diese Linie ungefähr als Unterstützung zu gebrauchen. Und wenn es dann wieder hoch geht, ja, dann muss man als Trader mitgehen. Ja, aber Sie sehen jetzt auch, hier soll man sehr vorsichtig sein. Und das ist auch was man auch Disziplin, dass Sie warten sollen. Sie müssen warten. Es ist kein Wettbewerb, um so viel wie möglich Trades zu machen. Nein, es geht darum, die Trades zu machen mit so wenig möglich Risiko. Ja. Und was auch ist, ich habe einen Link eingefügt da in den Chat. Das ist, man kann auch ein persönliches Coaching-Call einplanen mit uns. Und man bekommt auch ein Bonus-Sheet mit Patronen. Und ein Patron, das ist zum Beispiel Trading Range hier unten. Hier hast du sehr gut die Widerstand gemacht und da unten die Tiefpunkt, absolute Tiefpunkt. Das ist unsere Seite von der Trading Range, Anna. Und dann
wenn ein Ausbruch Platz findet, dann kann man die Projektion machen nach oben, wenn das kräftig genug ist. Und was man auch sieht in dem Markt, dass dann die Abstand genommen wird durch den Markt. Also kann man in vorne auch einschätzen, wo die Ziel Platz findet. Und das ist dann auch bei der S1 und auch nicht unlogisch, weil das auch eine Unterstützung war. Ja. So, ja. Und so stimmt es wieder, Robert. Ja, das stimmt. Also aber es ist nicht. Ja, aber das ist warum professionelle Daytrader immer horizontale Linien verwenden. Das weißt du auch, wir haben uns kennengelernt auf de Beurs in Amsterdam. Wir auf de Beurs sagten man früher, der Markt hat ein Gehirn für Levels. Das sieht man hier sehr gut. Ja, also wir müssen ein bisschen warten. Ich sehe auch bekende Namen, auch Henk ist da auch. Henk, herzlich willkommen natürlich. Ich habe eine Frage für die anderen Leute auch. Wer von Ihnen geht nach Frankfurt 30. September oder 1. Oktober? Das ist sehr gut, weil FXFlat wird da auch sein mit einem sehr guten Stand. Und sehr gut. Und ja, vielleicht sind da auch andere Fragen vielleicht. Florian, hast du mir vielleicht etwas zuzufügen? Zwei Fragen sind reingekommen. Wolltest du die selber lesen oder soll ich machen? Ah ja, 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 Ruth, danke schön. WTI, das ist Öl aus Estados Unidos, Amerika. Und das ist, braucht FX Template. Ah, das ist sehr gut. Ich denke, dass WTI ist Rohstoff und wir machen den Timeframe of the Forex, ja, Alois, das stimmt, ja? Weil ja, das ist 24-Stunden-Markt. Das ist sehr gut. Sehr scharf aufgepasst, Ruth. Okay, danke schön. Ich sehe Nicodem, die hat angesagt in Englisch, if the rules are clear and unique, why don't you let the system run fully automatically? Aha. Okay, die Frage ist, wenn alles sehr gut mit Regeln ist, weil, weshalb nicht automatisch das Programmieren? Du hast auch Untersuch gemacht, hè? Ja, das Problem mit Daytrading ist, dass es fast unmöglich ist, um das 100% zu automatisieren. Automatisieren ist kein Problem, aber Geld verdienen, das ist das Problem. Man sieht, wie das ändern kann. Zum Beispiel hier so eine Linie. Das sollte man dann eigentlich auch programmieren. Ja, das wird so schwierig und es gibt intraday so viele Möglichkeiten, dass das fast unmöglich ist. Und deshalb ist es eigentlich am besten, um das manuell zu machen. Denn dann kann man auch die Kenntnis, die man selber hat, die kann man auch dazu fügen. Und das zusammen mit dem System, dann kann man Geld verdienen. Aber wenn das wirklich 100% zu automatisieren war, dann wäre es eigentlich de Holy Grail. Und die gibt es nicht. Es gibt kein System. Ich bin es in meiner 35-jährige Zeit, dass ich auf der Börse und mit der Börse arbeite, habe ich sehr viele automatisierte Systeme gesehen, aber es war keiner, der immer Geld verdiente. Man soll immer ein automatisierter System, soll man auch manchmal sagen, okay, jetzt nicht und jetzt möchte ich wohl traden. Es wäre viel zu einfach. Und lass ich sagen, wenn es wirklich zu machen war, dass es ein System gibt, was immer Geld verdient, dann hätten die Großbanken, die hätten das schon. Und die haben das auch nicht, das weiß ich. Und für dich ist es kein Problem, um einige Millionen zu investieren in Software. Aber das gibt es nicht. Denn jedes Mal ist das anders. Man soll auch sehen, dass der Markt
der passt sich eigentlich auch an, an unsere Wirtschaft. Zum Beispiel 25 Jahre her konnte man auf eine andere Art treten dan wie jetzt. Ich habe früher auch auf eine andere Art getreten. Aber jetzt muss man mit dem Markt mitgehen. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, jetzt gehe ich short, dann es soll wieder runtergehen sollen, müssen. Zum Beispiel hier sehen Sie das auf einer Stunde. Kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Aber das ist genauso, was ich soeben gesagt habe. Man soll sehr vorsichtig sein, wenn es bei zo'n Unterstützung ist. Und das ist immer das Schwierige. Ja, und da schließe ich mit an. Ich habe sehr viele Leute gesprochen, auch, die denken, dass ein vollautomatisches System kaufen zu können von anderen. Ich habe selbst auch einmal einen Robot gekauft, weil ich denke, okay, ich gehe mal gucken, was passiert. Und natürlich ist es schön, wenn man ein vollautomatisches System hat und man Montagmorgen setzt man an. Und Freitagabend, bevor man nach die Kneipe geht, geht man die System ausmachen und man hat Millionen verdient. Ja, das arbeitet nicht. Ich habe auch sehr viel Geld verloren mit nur Robot. Und weil war das? Weil das ein Blackbox war. Ich wusste nicht, was passierte. Und da habe ich mich in eine Gruppe getan und das war mit 3000 Euro haben wir verloren. Also mit dem System, das ist 75% ist System, man muss sehr diszipliniert sein. Und 25% ist auch die Handel. Du musst auch sehr viele Fliegstunden machen und Screentime machen. Und there is no such thing as a free lunch. Es gibt kein free lunch. Ja, vielleicht mit dem World of Trading, vielleicht mit FX Flat, aber auf den Stand. Aber normalerweise, man muss arbeiten. Und man muss immer dabei sein. Und was ich auch sehr wichtig finde, wir haben jetzt das System, auch mit den Knöpfchen, wenn etwas nicht gut geht, du kannst wie Trader auch entscheiden, um Verlust zu machen oder auch die Gewinne durchzulassen laufen. Und das ist auch nicht programmierbar. Das ist auch eine Art von der Trader. Möchte ich noch etwas fragen? Ich bin auch Händler. Was sind eigentlich die Ausdauer, was sind die Schwierigkeiten, wo ihr jetzt was sehen Sie für Schwierigkeiten? Wenn Sie keine Schwierigkeiten haben, dann haben Sie immer Gewinne. Ist es zum Beispiel Timing, dass man denke, okay, ich denke, dass der Markt nach oben geht, ich gehe auf, geht er wieder unten. Also, oder gibt es kein Problem? Das kann natürlich auch. Oder vielleicht andere Frage ist, was brauchen Sie jetzt, um nach dem nächsten Level zu gehen, um besser zu werden? Wir haben trouwens auch einen sehr guten Freund, das ist Henk, der ist beschäftigt mit Trading und Psychologie. Ich denke, dass die meisten Verluste gemacht werden, das ist durch die Emotionen, dass die Emotionen aufspielen. Und dass die Emotionen kommen nur, wenn man keine gute Regeln und kein gutes System hat. Ja. Ich denke, dass keine Frage, kein Problem. Also jedermann hat sehr gutes, sehr gutes System. Aber man sieht jetzt diesen Markt ein bisschen zu testen, um auszubrechen nach oben. Ne? Ja. Und ich bin gespannt, ob das auch Platz findet. Wir haben noch einige Minuten. Ich möchte Frage beantworten und einige Slides zeigen. Wer von Ihnen findet das System, das wir auch präsentieren, von zugefügtem Wert? Oder denkt man, okay, ich kann es selbst besser ohne Hilfe? Das kann natürlich auch. Okay. Ich gehe noch deinen Schirm übernehmen und dann gehen wir mal gucken nach deinen
Grafiken in einigen Minuten. Also ist noch eine Sache reingekommen. Also das ja. Ruth geschrieben, Probleme ist, die Widerstandslinie zu finden. Ja, das ist richtig, Ruth. Eigentlich ist das auch sehr einfach. Man muss in meiner Opinion immer gucken nach die wichtige Höhe oder Tiefpunkt, geguckt von rechts nach links. Das ist, wie ich arbeite. Und Alois hat die Widerstand gemacht. Und natürlich ist das schön, wenn die Linien horizontal gehen und dass die Punkte gleich da dran sind. Das wäre schön. Aber ist sehr wichtig, um die horizontale Linien zu machen und von rechts nach links. Man kann auch, Alois, denke ich, wir sehen die Linien noch, die Grafiken. Wenn man jetzt gehen nach die Barcharts, die Kerze an der rechten Seite, man kann auch in die Training Range auch eine in der Mitte auch eine Unterstützungslinie zeigen, denke ich. Man kann eine die horizontale Unterstützung, und das ist, wo die ja, Umschlag ist vom Rot nach Grün. Ja, hier meinst du in den Indikator? Nein, nicht. Aber wenn man nicht lodrecht nach oben geht, dann sieht man einen höheren Boden, ein höheren Low. Das meinst du ja. Hier? Ja, das ist für die Identifikation für wichtige Supportlinien. Das ist für die kurzfristige. Das ist, weil man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Mal sieht man die Kerzen Unterstützung finden. Also das ja. Für mich auch persönlich, Alois, ist auch sehr in wichtige Unterstützungslinie. Ja, stimmt. Das ja. Ist ein höherer Boden hier im Vergleich mit hier. Ja. Sie sind sehr scharf. Komplimenten für euch. Ich gehe mal gucken, ob ich mich selbst, kann ich mich selbst auch, ja, ich bin auch Alois, ich muss meinen Namen verändern, denke ich. Ja, das wäre gut, dann kann ich ja, euch besser auseinanderhalten. Das kommt natürlich, ich habe mit Info Monitor Workbook eingelocht. Das ist, hier habe ich noch einige Sheets. Und ich möchte gerne noch mit dir noch die Frage beantworten. Also was man haben, das sind Vorteile mit unserem System, denke ich, dass wir mit unserem System einige Punkte pro Tag machen kann. Das kann mit Öl sein, kann mich mit DAX sein oder Nasdaq. Und das System guckt nicht nach, was für Markt das ist. Das kann auf alle Märkten anwendbar sein. Mit das wird angeboten durch FX Flats. Das ist sehr wichtig. Und man kann Geld verdienen in jedem volatilen Markt. Wenn ein Markt neutral ist und nicht nirgends hingeht, ja, okay, dann kann man nichts verdienen. Und das ist auch komplementär an der Long-Only-Strategie. Also Anleger, vielleicht sind sie auch Anleger, sind da Anleger in der Haus, die müssen profitieren von höheren Aktionskursen. Oder vielleicht mit anderen Märkten, dann hat man ein System wie unser auch nötig, um dann extra Risiko zu beperken und extra Möglichkeiten zu haben. Also man bekommt auch Rückendeckung durch erfahrene Trader. Wir haben jetzt auch nicht mehr WhatsApp, aber Telegram-Gruppen gemacht und für Unterstützung. Wir haben auch exklusive Zugang zu unserer Money to Work Membership Site. Und was wir auch haben, natürlich ist der Telegram-Channel hier. Und man bekommt auch Regeln und auf Englisch. Man bekommt Unterstützung. Wenn ihr die Formulier einfüllt, dann kommt man auch diese FX Flat oder unsere Bonus Sheet Kado. Und wenn ihr das interessant findet, um das ein bisschen mehr zu wissen über unser System, dann kann man das komplette Paket bekommen. Dann bekommt man eine Coaching-Session mit Installation,
auch einmal pro Monat Q&A-Session, Fragen- und Antwort-Webinars. Wir haben Gruppen für Kommunikationen und auch Membership-Site, Handbücher. Und das sind auch kostenlose Updates. Also die einmalige Investition ist 1.497 und das inklusive Mehrwertsteuer. Und dann ist es vollständig installiertes schlüsselfertiges Handelssystem. Einmalig, also in 10 Jahren ist das noch nicht 150 Euro pro Jahr. Und das ist auch eine persönliche Entwicklung. Und dann bekommt man das System für immer. Und die Trennung ist nicht einfach, es ist schwierig, aber wir machen das Trennung für Sie einfacher. Und also, das ist in nutshell unser Angebot. Und wenn man denkt, okay, ich möchte gerne persönliche Unterstützung haben, dann ist es auch möglich für ein Jahrprogramm, aber dann kann man auch uns anschreiben und dann bekommt man dieses komplette Trading Package auf einmal inklusiv. Okay, wir haben noch einige Minuten, denke ich, Aloise. Ich gehe jetzt dich Präsentator machen. Aloise Matthijssen. Ja, kannst du das übernehmen oder nicht? Ja, siehst du jetzt meine Grafik? Ja, und wir haben auch Fragen gehabt. Ja, kann man auch jede kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Wie Alice hat gesagt, es ist kein Wettbewerb, um so viel möglich zu handeln, aber auch die gute Trades zu machen. Und dann muss man auch auf die Hände sitzen. Und man sieht auch, in Wall Street hat man 2 Chancen gehabt, insgesamt 110 Euro Dollar Gewinn mit Vollkontrakt. Und jetzt, ja, bis 10 Uhr können wir warten. Ja, ich weiß nicht, ob wir das möchten, bis 10 Uhr warten, aber man kann auch sehen, dass Trading ist wie Topsport, wie Champions League, auch mit den Börse. Die Partei, die Trader, die den minsten Fehler macht, die wenigste Fehler macht, die gewinnt. Und wie muss man das machen? Man muss Taktik haben, also System haben, man muss Disziplin haben und auf den jetzigen richtigen Zeitstipp muss man zuschlagen. Also, wir sehen hier auch einen vorsichtigen Ausbruch, hè, hier. Ja. Ja, das ist, was ich soeben gesagt habe. Ich habe soeben einen Trade gemacht hier. Und da habe ich hier, wenn er hier war, der Kurs, habe ich die Stop-Loss nach Break-Even gezogen und war er später hier ausgestoppt. Man sieht das natürlich auch hier auf die Stundengrafiek hier rechts unten. Wenn es so wie hier, wie heute, nach unten geht, dann kann man warten, bis dann wieder eine Reaktion aufkommt. Aber das geht natürlich wahrscheinlich auch nicht gleich wieder nach hoch. Dies hier ist eine Reaktion auf diese Bewegung. Und jetzt soll sich zeigen, ob der Markt vielleicht wieder weiter runter geht oder dass es hier stabiel bleibt und vielleicht morgen oder nächste Woche wieder hoch geht. Oder hier bleibt, das wissen wir nicht. Denn das ist natürlich auch das Schwierige von traden. Man kann nicht vorhersagen, wo der Kurs hingeht. Alois, ich habe eine Frage. Ja? Hast du auch UNG? Das gibt es auch wie ein ETF, das ist Gas UTF, ETF von ja? United States National Gas Fund. Ja, ja, hier, das ist hier. Ja, und die Linie W, dat is natuurlijk Wall Street Open. Wenn man gestern sieht, Öffnung, das ist schwieriger mit ETFs, das ist um 3:30 immer die Öffnung. Und jetzt sieht man auch, dass man eine Rallye gesehen haben nach unten ja. Erst. Also die Linie ist auch orange und die geht noch nicht, wir haben gesagt, unten.
gibt es rot, also man muss mit einer Verkaufsbrille gucken, bis ein Umschlag von rot nach grün. Und das sieht man hier auch. Ja, ja, noch. Das ist hier das US National Natural Gas. Das ist natürlich etwas schwieriger für Intraday, weil man um 3:30 gleich mit Wall Street anfängt und abends um 11 Uhr endet die Handel hier. Denn so jetzt, wenn es eine große Lücke gibt zwischen der das Schluss von gestern und der Anfang von heute, dann ist der Indikator im Moment auch nicht ganz sicher. Denn das dauert etwas, bevor er wieder gut mit zu arbeiten ist. Aber wenn Sie zwar eine Idee haben, man sieht es hier auch, das ist eine Stunde Grafik. Sie sehen, es gibt sehr viele Lücken hier in der Kurs. Und das macht das Natural Gas etwas schwieriger. Aber wenn Sie hier zum Beispiel hier einen Boden sehen und Sie denken, okay, das kann wieder hochgehen, dann wenn es der Preis hochgeht, geht er auch fast sehr schnell hoch und ziemlich weit. Und das ist natürlich ein Vorteil, genauso wie wenn es nach unten geht. Das sind auch ziemlich große Bewegungen. Da kann man natürlich das auch länger sitzen bleiben. Jungs, da ist noch ein Kommentar von Theo reingekommen. Ich kann es leider nicht lesen, weil das war holländisch. Ah ja, ja. Theo sagt, Alois, sehr schön, dich wieder zu hören und bis zum nächsten Mal, ja, vielleicht in Amsterdam wieder. Wir haben Theo auch gesehen in Holland, in X Blechestag. Und alles Gute auch an die anderen. Grüße, Theo. Dankeschön. Und Alois. Aber trotzdem, wenn wir nach die Indikator sehen, mit heute die W, der W von Wall Street Open, dann sieht man auch, die Linie ist orange. Und auch 3, 4, 5 Kerzen später ist es immer orange. Und wir haben auch gesagt, okay, man kann auch denken, wenn man dieses System nicht hat, der Markt geht wieder nach oben, weil es ist so niedrig gegangen. Und man sieht, es gibt nochmal 20, 30 Cent nach unten. Ne? Also das ist auch für Disziplin zu warten bis zum Umschlag. Ja, dies hier ist 5-Minuten-Grafik. Wenn man zum Beispiel 15 Minuten oder ein, wenn Sie das lieber haben, dann sehen Sie, man bekommt dann weniger Signale. Aber die Signale, die man bekommt, die sind oft meistens auch länger haltbar. Genauso wie Sie das hier sehen, hier geht der Indikator durch die Nulllinie. Und das ist hier das Anfang von dieser Bewegung. Auch hier wieder eine Lücke, aber das war eine Lücke nach oben, genauso wie wir hier eine nach unten gehabt haben. Ja, und ich sehe auch zwei Pfeile da in der Mitte, die blaue von gestern. Ja. Weil die erste ist mit einem Punkt, denke ich, oder die zweite ist so eher ohne Punkt. Weißt du das? Diese ist nicht gültig. Diese nicht. Und der war gültig. Das war dann sehr, und man sieht auch nachher, das gibt es, du bist auch gesponsert bei Hans Anders, oder nicht? Specsavers. Weil ich kann die Ziffern nicht lesen. Ja, vielleicht Florian doch. Aber wie viel Cent sind das? 20, 30 Cent? Die von hier nach. Das ist 84 Cent. Okay. Fast $1. Ja, $84. Ah, das ist gut. Ja. Mit 100 lotjes ist das $84. Ich habe eine Frage, Florian. Energie ist sehr wichtig heutzutage, auch in Deutschland natürlich. Hängeisen ist das. Gibt es auch Möglichkeit für Trader mit FX Flats, zum Beispiel auch LNG zu handeln,
Ich weiß, Aris hat gesagt, die liegt auf dem Tisch. Man untersucht das, um das anzubieten, aber das ist noch nicht klar. Aber das ist in der Energiemarkt auch sehr viel los mit Öl und LNG oder Gas. Also aktuell kann man Gas, ne, also NG, nur als Future handeln. Also als CFD weiß ich noch nicht, aber Natural Gas Futures bieten wir schon an über den MetaTrader. An MetaTrader? Also, oder genau, mit über ja. Ja, aber geht halt nur über den MetaTrader 5. Ne, wegen Futures. Ah, okay. Aber wieder, ja, also mit Futures. Ja, danke. Genau. Danke. Ne? Wir sind tatsächlich schon 13 Minuten drüber. Okay. Ist immer bis 19 Uhr angesetzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch auf eine Sache eingehen und dann würde ich einen Cut machen. Ja, danke schön. Und hast du einen Anruf bekommen von deinem Partner, vielleicht Florian, dass er echt am Tisch steht? Nee, das nicht. Okay. Ja, ich sehe keine Frage mehr. Alois, ich möchte gerne danken an ihr und auch die Teilnehmer natürlich und Florian auch. Dankeschön. Wir sehen einander in Frankfurt innerhalb von 2 Wochen und ich habe auch einen Kunden gehört und gesehen auch, dass sie auch nach Frankfurt kommen. Bitte sehr, auf 1. Oktober gehe ich Präsentation machen in der Mittag, denke ich. Und Dankeschön für die Gelegenheit, um ja, die Präsentation zu machen, Florian. Gerne, gerne. Ja, also das nächste Mal Webinartech, also das nächste Webinar mit uns zusammen ist am 13. Oktober. Ja, also ja. Auf Deutsch. Ne? Und dich, Jan-Robert, sehen wir ja dann tatsächlich auf der World of Trading. Dann am 1. Oktober. Mittags einmal an unserem Stand mit einem schönen Vortrag. Ich bin schon ganz gespannt, was du da mitgebracht hast. Okay. Von daher, ich hoffe, einige von den Teilnehmern kommen uns auch besuchen an der World of Trading. Gibt einen Kaffee auf jeden Fall für jeden, der einen haben möchte. Und auf jeden Fall immer nette Gespräche, wenn man mal die Personen vor Ort sieht. Ja, von daher würde ich mich verabschieden von den Teilnehmern und noch von euch beiden, an Robert und Alois. Ich danke euch für das Webinar. Hat Spaß Dankeschön. Gemacht, wie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ja, Luis. Dankeschön. Ciao.